Gewick! Gewick, 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 gewick! Scheiße, scheiße, scheiße. Wie kann man jetzt die decken? Geht das überhaupt? Ja, fuck. Oha. Scheiße, ich bin tot. Fuck! Was mach ich jetzt? Ja, das ist schon wieder so ein Drecks-PvP. Fuck! Yeah. Ja, der fickt uns beide. Ja, so wie die Otzung ist. Mann! Und damit herzlich willkommen beim Part Nummer 2 in Arma 3, Exile. Traumhaft, traumhaft. Ja, wir sind wieder in Novigrad, ich würde jetzt Rama probieren, ja, und schauen, dass man dort, ja, schnell rauskommt. Finde ja. Wir hätten uns die Räder nicht mehr so und da haben. Aber vergiss den Fallschirm nicht. Ja, mal schauen. Ein so ein Dreck, ja, das ist das. Das ist am Anfang PvP, wenn du das überhaupt nicht gut kannst mit der Steuerung und überhaupt, ich bin selber ein PvP-Scheiße in dem Spiel. Ja. Und da ist aber auch dieses Visier gar nicht gut, weil auf die Entfernung. Was hast du für einen Zoom? Riesen Zoom gehabt, oder? Ja, eben. Na ja. Ey, bist du das da unten am Auto? Nein, aber du bist rechts von mir. Hoffentlich verpisst sich der. Wetten, der knallt uns gleich wieder an. Wetten. Sind zwei. Du ein bisschen nach links, nach links, nach links. Alles sind drei. Die... Ah, nein, das ist, das sind nur vier, Alter. Boah, drei! Sniper! Wenn das aber jetzt einer nur so, wenn das so jetzt weitergeht, dass wir da nur weggepatzt werden, dann ist aber hier eine Schicht im Schacht. Ich lauf jetzt einfach mal irgendwo Richtung. Bei der langen Hütte, bei der langen Hütte links, ne? Mm. Achso, bist du schon unten. Bist du da am Fallschirm? Ja. Ah, okay, dann renne ich mal ganz schnell. Schnell rennen ist immer gut, wow. Alles Symbol sagt schon Kampfzone, da schießt jemand, okay. Ducken mit X, gell, muss ich umstellen. Y hast den Boden. Genau, und nur ducken, also ein Tocke ist glaube ich mit X. Aber das stellen wir um, weil ich nehme immer Steuerung. Aber wenn wir jetzt nicht einen Krochen finden und uns dann nicht verteidigen können, dann sind wir selber gleich wieder am Arsch. Ja. Sechst du da so ein Anwesen, so ein Haus und eine Scheune mit Tor, Zaun rundum, Riesenhalle, da gehen wir mal rein. Ja, Bahnhof, ne? Jo. Alles bist der du, glaube ich, oder bei dem LKW? Ja. Alles klar, ich bin auf der anderen Seite. Ich schau mir die Scheune durch. Da ist jetzt erstmal nix. Geh ins Gebäude gegenüber. Ja, da ist nicht viel. Oh, ja. Ja, Extension Card für was? Ja, da liegt schon mein Rucksack. Wo? Oben. Beim Haus gegenüber. Aber den schnappen wir hier mal. Bitte Waffen. Da drin war nichts, oder? Bei dem in der Halle. Nein. Und ein Mist. Ah, Misthaufen. Ja, ein bisschen Mist. Ding liegt da drin, doch Axt, aber ja. Besser ist nix. Ja, eh. Haus gegenüber ist bei dir. Warte, ich bin da jetzt auf der Straße. Da. Ja, ah, okay. Alles klar. Aber ich von der Straße weg. Ah, ist immer gut. Aber du siehst meistens, stirbst halt. Du siehst gar nicht, woher das. Aber ja, was soll ich sagen? Das ist Armer. 30 Schuss. Ah, ein Magazin. Das war gar nicht mehr so verkehrt. Ja, solange es kein Platz mangelt. Was ist besser? Kanister? Fuel-Kanister ist eigentlich doch schon was wert, oder? Fürs Fahren. Ja, also aber wenn's auf jeden Fall. Hast, du kannst auch ein paar Tankstellen auch tanken, also brauchst du das nicht unbedingt. Okay. Oben war nix. Mhm. Und du brauchst nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wo steht denn das, wie viel das man nehmen kann? Na, das siehst du. Ja, siehst du eh. Ja, wenn's das nicht geht, mit aber. Mit dem Füllbalken. Alter, ich muss ganz kurz ein Puzzle verteilen. Ja. Ah, oha! Thomas, du hast was übersehen. Alter Verwalter! Gegner, bitte kommen! Ja. Thomas, ja. Goldgrube gefunden! Wo bist du? Tar 21, in demselben Haus im Balkon draußen. Lol, ich geh mal ins Gegenüberliegende. Am Balkon? Ich kann ich was wegschmeißen? Nicht. Einfach rausziehen, glaube ich. Ah, alles muss das alles wieder anschauen, das habe ich auch schon so lange nicht mehr. Ah, das geht zum Beispiel. Barrett. Ah, alles klar, okay, wenn ich das jetzt reinziehen würde, würde es. Und eins würde ich auch noch den schauen, dass du da unten auch was findest, einen anderen Anzug. Wenn nicht das so. Ja, auffällig, ne? Ja. Da Bürgerkleidung liegt in dem Haus gegenüber, in den länglichen. Das kannst du zum Beispiel schnappen. Okay. Da war genau, irgendwo ein Magazin. Da links. Nein, da liegt nichts mehr. Da. Raus,
Aber ich sehe voll. Wo? Raus, ja, da gegenüber, stehen in der Tür. Ah, alles klar. So. Aber wenn du die Bürgerkleidung schnappst, schaust du schon mal wesentlich normal aus. Andere Richtung. Ja, ja, perfekt. Da. Einfach auf den Oberhall ziehen. Oder so. Oder? Hab ich's an? Na. Na. Ja, ja, genau. Perfekt. Schau mir nicht verkehrt. Zockst du mit Ego-Perspektive oder mit. Na. Third, okay. Das sehe ich mehr von der Umgebung. Stimmt, ja. Das Zoom ist ein bisschen krass, aber. Da liegt eine Leiche neben mir. Zoomt. Da liegt der Rucksack. Der Haus, nächste links, da rein. Mhm. Da liegt der Rucksack. Ach so, ja. Esse, das du hast ja schon, oder? Ich hab schon. Perfekt. Aber ich. Schau dir mal die Waffe. Boah, fett. Ja. Hey, ich back in der Wand. Okay. Ja, geil. Aber ich hätte gerne auch eine. Ja, Tar 21, wenigstens kennt man die. Der Kompass, der hat nichts. Die Fliegerbrille. Besser als nix. Also bei mir, ich muss sagen, die Wälder hinten schauen jetzt nicht so brutal geil aus. Waffen. Eine, zwei, zehn. Eine, da liegt so viel hier hin. Da liegen aber etliche Leichen. Ich würde echt schauen, dass wir da wegkommen. Ja, ich habe auch was Geiles gefunden. Kompass und Karte. Mare, wenn wir länger leben wollen, dann müssen wir da weg. Bist du, wo bist du? Im nächsten Haus. In dem Haus, ich bin immer links, ja, ja da herin. Genau. Nehmen wir mit, was wir da herin haben, da haben wir die Leichen looten, jo, falls die irgendwas dabei haben. Kompass, nimm du mir Karte, Kompass, XM8 und Funkgerät, das ist dasselbe. Das hast du aber, das ist Standardgeschichte. Ach so. Das ist dasselbe, was eh jeder hat. Ach so, okay. Aber die Leichen haben vielleicht Essen und Trinken dabei. Oder auch nicht immer. Oh, scheiße, die werden sich alles mitgenommen haben. Da liegt noch Quarns herin. Ja. Ein Nackerter. Der hat auch nur die Standardsachen. Ah, okay, das deswegen, okay. Alles klar. Warte, ich bin da jetzt zwischen die Häuser. Weil da links so viel fucking Leichen. Schießplatzverwalter. Ich zück mal den mal an. Bist du gegenüber? Ja. Ich bin. Weil der möchte weg. Ist das ein bisschen leichter? Ist das? Was ist das? Oh, das ist nicht unnützlich. Rauchgranate und Klebeband. Ich weiß noch nicht, ob man. Da, oh, Alter, da liegt eine geile Waffe. Du bist schon noch in dem Riesenhaus gegenüber nein, von dem. Ich bin da schon weiter. Ich hab da Uranium gefunden und ein Fernglas. Ich hab nämlich jetzt was zum Essen gefunden. Okay, sauber. Also ich nehm's mir mit, obwohl du kannst einen Cooking Pot, also wahrscheinlich einen Kochtopf. Ja, obwohl, nein, ist ja nur Hardware in dem Sinne. Ist ja nichts zum Essen. Ich kann ja aber mal. Aber was ist jetzt der Plan? Da sind so viele Leichen. Willst du da equipen oder willst du mal weitergehen oder? Ich muss jetzt erstmal nur mal kurz wissen, wo du bist. Du bist die Straße links runter, wo dieser Bus da quer steht. Vorbei? Nein, ich stehe beim Bus im Busch. Und ich bin beim Bus. Was? Beim Bus? Ach ja, hinter dir. Ja, ich würde aber da in den Busch reingehen. Buschpirscher. Ja, was ist? Ich würde fast noch gerne in das große Haus fahren gehen. Ja, das könnte was sein. Aber wenn das Auto dann noch steht, das nimmt man. Wie war es nochmal mit welcher Taste? Y, oder? Ist man drüber gesprungen? Nein, mit V. V. Alles klar. Das, wenn das Auto da noch steht, dann. Wird's lustig. Ich finde aber, dass das Zoomen ein bisschen krass. Da liegt auf eine Munition und eine Pistole herin. Jupp. Ich weiß nicht, ich finde Kämpfen, Schießen in der Innenansicht halt leicht, dann logisch, ne? Klar, sowieso. Aber es ist schwierig, du übersiehst vielleicht sonst viel. Magst du mir vielleicht das Duct Tape? Obwohl. Brauchen wir dabei nicht. Ja, dann nehme ich die Rauchgranate noch weg. Obwohl, die Rauchgranate ist sehr, sehr hilfreich, glaube ich. Ja, die kannst du mitnehmen, aber das Duct Tape würde ich nur lassen. Das ist, da liegt zum Beispiel was zum Fressen auch. Ich habe zwei Magazine von der Pistole. Das habe ich dir da lassen, das kannst du nicht mehr. Ja. Wenn du es brauchst. Das ist echt schon eingeschränkt. Vor allem, wir haben doch jetzt einen Rucksack und es geht nicht mehr rein. Ah oh ja, in den Rucksack finde ich. Ach so, meiner Rucksack ist bei mir leer. Du musst da nur die Munition mitnehmen, gell? Ja, ich habe alles, passt. Das musst du reinziehen halt, das ist. Ja, ich merke es gerade. Da hast du ja einiges, Wahnsinn.
Ja, es gibt ja Ja, ich war gerade voll verpeilt, was du halt normal mitnehmen kannst, aber ich habe ja den Rucksack nicht ausgewählt. Das war der Fehler. Ja, an sich sind wir schon mal gut gerüstet, aber ich glaube, dass der Ort, wenn wir den komplett haben, könnte sehr spannend. Ich würde den Ort so schnell wie geht verlassen. Eris, oh mein Gott. Was? Panzerschutzweste. Wird immer als extrem sinnvoll ansehen. Wo bist denn du gerade? Die Frage ist, ich kann das nicht nehmen, warum nicht? Das muss jetzt habe ich's. Wo bist du gerade? Ah, ich bin bei dem Haus, wo wir. Bei dem großen Backstein. Ja. Ja, bei dem zusammengefallenen, bei dem grünen. Ja, du bist beim anderen gegenüber, ist schon klar. Ah, da. Ja. Ja, weil ich hab die Befürchtung, dass ich dann dir Ja. Wann ist es nicht fest? Ist da wer drin, oder? Eh? Nein, ist noch Tisch. Ist, ja. Ah, das bist du. Boah, Alter. Ich sag ja. Du warst zu schnell, bleibst, das ist brutal. Wenn du da nicht beieinander bleibst und nicht weißt, oder. Warte, da vorne steht das Auto. Das rote? Ja. Oh, pass auf. Da waren vorher drei Typen. Mit B, ich hab ein Fernglas. Okay, keine. What? Ich hab keins, okay. Schaut aber heil aus. Warte nur kurz, Munition ist da herin. Okay. Aber ja. Das kennt der Falle aus, ey. Ja, eben. Ja. Muss dir ehrlich gestehen, ich würde nicht hingehen, ich würde in die andere Richtung gehen. Entfernungsmesser? Findest du die geilen Sachen? Instadoc, also irgendwas zum. Oh mein Gott, Visier? Bist du in der Holzhütte? Ja. Aber ich würde da bald weg, ich glaube, dass die noch in der Nähe sind. Ja, ich trau dem ganzen. Oh mein Gott, was liegt denn da? Eine M320 Sniper. Thomas, ja. Komm mal her, jetzt haben wir ein Problem. Sniper oder Sturmgewehr? Also, ein Teil findest du vielleicht nie wieder. Wenn du umgehen kannst mit dem Ding, ist geil, aber wenn du jeden Schuss. Nein, ich kann es eh mitnehmen, oder? Aber den Rucksack jetzt nicht rein. Ups, zwei mitnehmen. Zwei kannst du nicht mitnehmen. Meinst du, ich kann meine Pistole weg da und dann. Sonst lass liegen für mich die Pistole. Ja, ich probier's mal. Also, man kann es wahrscheinlich nur selber nehmen und das, glaube ich, wird. Also, warte mal. Man kann. Handfeuerwaffe, das andere ist irgendwie ein Tool und Sturmgewehr, okay, also wahrscheinlich nicht. Schade. Möchtest du es mitnehmen oder möchtest du es liegen lassen? Die Sniper? Mhm. Ich will es nicht, ich nehme es nicht. Okay, ich bin nicht gut dann im Sniper. Lassen wir es mal so. Aber bevor wir da zu Hause gehen, das ist eins der letzten Gebäude da. Laufen wir weg oder laufen wir zum Auto? Wo möchtest du weglaufen? Das ist die Frage. Einfach in die andere Richtung. Oder wir bleiben da drin und schauen uns einmal Karten nochmal rein. Ja, warte, ich bleib da drin. Die geht wie? M? M. Ja. Ja. Alles. Wir sind ja in Rama, das ist ziemlich. Ja, wie fett ist das Ding denn? Naja. Aber ich glaube, in der Mitte, in den zentralen Ort, Essek Industrial Zone. Da gibt's jetzt zwei Bereiche. Wo ist denn das? Was ist denn das X da, das blaue? Der blau eingekreiste Punkt. Ich glaube, da kannst du, der Händler, da kannst du Sachen kaufen. Ja, da werden viele Gegner sein. Nein, das sind normal nur PvP-Zonen, aber ich weiß nicht, wie es in dem Spiel ist. In dem Moment. Was hältst du vom Camp Spencer ganz oben links? Da mal hinschauen. Wäre vielleicht was. Was wert? Ja, können wir auch. Es könnte. Kann man es markieren? Ja, mit Shift-Klick. Und dann wird es der angezeigt, ne? Alles klar. Dann wird es der auf der Ding angezeigt, auf der normalen Spiel. Ja, Augenblick. Ja, 2,6 Kilometer ist es denn überhaupt nicht weit. Ja, laufen wir da mal los. Ich nehme im Auto. Also, ich werde jetzt Folgendes machen. Du sagst, mit welcher Taste hat man. Na. Den Entfernungsmesser oder Ding? Was hast du? Mit B habe ich das Fernglas, aber nur weil ich es aufgesammelt habe. Ah, ich war eins. Alles klar. Aber ich würde bald los, wie schaut, das wird schon finster. Wie schaut man da? Ah, mit Rechtsklick. Ja. Also ganz ehrlich, da sind keine Gegner mehr.
Wenn der irgendwo im Busch sitzt, versprich ich, da siehst du den nicht. Na, also was soll denn der Scheiß jetzt? Die können wir da wieder raus mit Rechtsklick und dann mit B, oder? Nein, einfach Mausrad wählen und wieder die. Ja, Maus genau, wählen. Alles klar. Also ich versprich da, wenn da einer nicht wieder so gesehen wird, siehst du den nicht. Okay. Ja, das Auto ist ja nicht mehr zwingend funktionsfähig, oder? Das wissen wir nicht. Ich würde sagen, gehen wir zu Fuß, oder? Ich würde sagen, wir schauen uns im nächsten Part an, was wir machen. Das, genau, genau. Bleibt spannend, Cliff. Was machen wir? Okay, also bis zum nächsten Folge. Tschüss.